Hallo zusammen und willkommen zum neuen Spiel Sherlock Holmes. Wir sind Meisterdetektive. Ja, Meisterdetektive. Und kurz zum Spiel. Ich bin totaler Sherlock Holmes Fan und ich dachte, heute mache ich ein neues Projekt. Wir spielen ein bisschen Sherlock Holmes, gucken mal. Grauen Hirnzellen irgendwie zusammenkriegen. Welche Schwierigkeitsstufe. Ich habe mal ganz kurz reingedippt, um mal zu gucken. Und dann viel Spaß. Headshot voll ins Knie. Okay. Das war interessant. Schauen wir mal. Ah, jetzt wird es spannend. Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ach, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun... Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtiggehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn, durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Komm noch. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Jetzt wird es spannend. Okay, also, ich habe mal kurz reingedippt. Das geht jetzt auf Zeit, aber zum Beispiel der TV schaffen wir es. Immerhin spielen wir auch Glöder zusammen. Analyse. Augen. Er hat kürzlich geweint, hat er davon erzählt. So, die blasse Haut. Mangelernährung. Sein Alter steht auf dem Ding. Boah, so, noch 4 Minuten. Ah, da, Flecken. Gepflegte, fürsorgliche Eltern. Oh, er kann eine Karte lesen. London. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen Hinweise. Finger? Die Hand. Verletzt. Was haben wir noch? Was haben wir übersehen? Ach, komm schon! Irgendwo haben wir was übersehen. Die Karte? Der Knopf? Kann er sich die Hose nicht zumachen? Da, nee. Ah, verdammt. Er hatte sich verletzt. Ich glaube, das war's. Ja, Arm deformiert. Vielleicht ist es eine Fehlbildung. Ich sage, er ist verletzt. Er hat sich verletzt. Nee, nee, die Fehlbildung. Nein! Ungenaue Analyse. Es war die Fehlbildung. Okay. Voll verkackt. Tom ist 8 Jahre alt und genaue Analyse.
Seine Kleidung ist abgetragen, mehrfach sorgfältig gepflegt. Holmes Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und hat gerötete Augen, hat vor kurzem geweint. Ah, es war doch die Fehlbildung, die fehlt. Ja, okay. Wir machen es nochmal. Einfach nur, weil ich ein Perfektionist bin. So, hat kürzlich geweint. Die Verletzung. Wo ist sie? Gott, bist du ein bisschen nach ganz unten? Das ist eine Fehlbildung. Egal, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Warum bist du hier, Kleiner? Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will den halt nochmal analysieren, ne? Ich stehe da drauf, Menschen zu analysieren. Okay, sein Name. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Warum ist er verschwunden? Also, was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Dass er abgehauen ist wegen... Mangelernährung. Was meinen Sie, Sir? Nichts. Ich schweife ab. Ah! Okay. Ich sehe schon, wir müssen das Spiel nochmal von vorne anfangen. Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Inwiefern seltsam? Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Und warum vor 3 Wochen? Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Was meinen Sie, Sir? Nichts. Verdammt! Ich ab. Komm, das hätte ihr nicht besser gekonnt. Gut, wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock, Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe Whitechapel. Geld, um sie zu bezahlen. Genau, war ich schon mal dort? Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein. Ich heruntergekommen. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Okay, Tab. Ungenaue Analyse. Die haben wir noch nicht gefunden. Was haben wir hier? Das ist Whitechapel. Baker Street. Da war ich schon. In der 21b. Und im Whitechapel 12. Du hast jetzt... Oder... trotz seines jungen Alters. Saison und Landkarten umgehen. Leidet seit Jahren an Mangelernährung. Und dann stammt eine arme Familie, die sich gut um ihn kümmert. Das hätten wir auch in der Realität gesehen. Gesundheit. Becker Street, Verzeihung. Achso, ja. Mich stört das so, dass wir den nicht sauber analysiert haben. Josh, verschwundenes Kind. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Wenn wir Schach, ich liebe Schach. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ich schwöre euch, das sieht genauso aus in der Baker Street, nur ein bisschen kleiner. Naja, die Straße sieht heute ein bisschen moderner aus. Armes Kind. Holmes, Sie sollten ihm helfen. Sogar noch Fotos. Warum sollen wir dem helfen? Wir kriegen kein Geld dafür. Ich langweile mich. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Da geht's raus. Normalerweise geht's da zum Treppengang. Hier muss es dann ins Nebenzimmer gehen. Ja. Watson schreibt damit über unsere Abenteuer.
Ja, ich dachte schon, das wäre wie bei Resident Evil und wir können hier speichern. Oh, komm mal, können sogar rennen. Oh, der Hund. Brava, Tobi. Ja, Tobi. Im Königreich. Tobi wird immer unter Drogen gesetzt oder getötet. Hammer, Tobi. Hm? Eigentlich gibt es noch einen Stock da drüber. Okay. Schick gemacht. War jetzt so eine VR-Brille? Das wäre echt mega. Okay. Wir müssen hier in Whitechapel. Da laufe ich jetzt nicht hin. Wir sind da. Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ja, wenn wir nochmal verkacken, machen wir auf normal. Nächste Analyse muss sitzen. Die Bettler sind unsere Augen und Ohren. Aber der sieht eher aus wie ein Priester. Verzeihen Sie, wo finde ich Dorset Street? Ist es weit von hier? Da sind Sie hier falsch. Drehen Sie um und gehen Sie dann hinten durch den Bogen. Die Werbung der Vergangenheit, ja? North Street. North Street. Ho, der kann lesen, der Mann. North Street. Du redest nicht mit uns. Was machst du da? Ist das eine Wasseruhr? Hat wohl eine seine Wasser. Vielleicht noch nicht bezahlt. Okay, also Dorset Street. Hier sind wir richtig. Dorset Street. Ich spiel mit. Okay. Okay, der steht im Schach, ne? Ah, Loser. Okay. 12 hat er gesagt, ne? Steht in der Akte. Er wohnt in der... Doch, ist jetzt 12. Ja, hier sind wir richtig. Ich höre Fliegen. Ist bestimmt in den Hintergrund. Eine Axt und... Oh, ich höre da was. Oh, ich dachte, da wird einer verprügelt. Ach, der hat sich geschnitten. Herr Wersling, was machst du da? Und, ist sie hübsch? Herr Wersling. Eine Axt, okay, okay. Ja, da haben die wohl Fische drauf angegangen. Um Räuchern. Was haben wir denn hier? Okay, ich kann schon mal sagen, arme Familie hat kein Geld für Tapeten. Außerdem können die nicht so gut mit Messern umgehen. Überall Risse an den... A, B, C. Hat er irgendwie geschrieben? Das hat sie. Tür E. Nach D kommt E. Hier leben wir, Mr. Holmes. Ach du Scheiße, die sind wirklich arm. Zum Teufel.
Zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Wir brauchen Licht. Gegenstände, die mit Ausrufezeichen kennzeichnet sind, müssen noch in ihre Untersuchung eingesetzt werden. Okay, was fliegt es im Mund? Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. Jetzt kann das nicht mehr. George Hurst war offensichtlich ein hart arbeitender Mann und eine wertvolle Hilfskraft. Ja. Alt, schmutzig und verschlissene Kleider. Wo finden wir Licht? Da ist eine Kerze und Feuer. Sie meinen Vater. Burn Magazine. Sherlock Holmes, The Adventure of Arthur Conan Doyle. Okay. Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Nehmen wir mal die Kerze mit und Feuer, dann können wir oben gucken. Eine Sammlung von alten, gebrauchten Büchern. George Hurst wollte seinem Sohn so viel Bildung ermöglichen, wie er sich leisten konnte. Vater hat die für mich gekauft. Er hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass er seinen Mantel dafür verpfändet hat. Oh Mann, der Vater war echt liebevoll. Das Essen wird wohl. Mir bald die Tränen. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Und hier sind schon die Insekten. Ameisen. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Ein einfaches Essen für einfache Menschen in schwierigen Zeiten, würde ich sagen. Kakerlaken. Mein Vater hat ihn sehr geliebt, das wissen wir jetzt schon. So, Tee. Etwas in der Tasche. Old Tabak. Den haben wir gesehen. Located on North Street. Ja, genau. Hier ist der. Den haben wir gesehen. Das Old Tabak Pub in der Kleister. Wohl von einer Wand. Hat er abgerissen. Okay. Aha! Eine Ledertasche, mal sehen. Hallo George. Ich weiß, wie schwierig für dich Arbeit zu finden und du brauchst Geld für Essen und Kleidung für deinen Sohn. Deswegen schicke ich dir mit diesem Brief eine Kneipenwerbung. Ich habe gehört, dass ein Typ in einem Pub immer wieder besondere Jobs anbietet. Vielleicht hilft dir das ja. Ich hoffe es zumindest. Ja, das hilft uns sehr. Er ist in den Pub gegangen und hat diesen Typen gefunden. Nur ein paar alte Dinge. Okay, dann gehen wir wieder. So, gehen wir mal in den Pub und suchen nach dem besonderen Ding. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann und schaut wieder rein.